Hey, ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Super Metroid. Ja, letztes Mal habe ich mich ein bisschen fehlig bei Crockmeyer irgendwie abgegeben. Aber ich bin an einem Ort, der mir sehr nett ist jetzt. Nämlich, das ist ein Recharge-Ort. An den erinnere ich mich noch. Nach diesem Kampf mit Crockmeyer. Und ich fand das, gemessen an der Tatsache, dass man jetzt wirklich mit Zensur und alles so umgeht, damals schon ziemlich krass, dass dieses Spiel keine Altersbegrenzung hatte, wenn man sieht, wie dieses Monster zerfällt. Das ist schon für Kinder damals, muss das ziemlich krass gewesen sein. Sag ich mal so. Egal, wir können uns jetzt wieder ein bisschen rechargen. Das geht ja an dieser Stelle zum Glück schnell. Da brauche ich keinen Speedboost einzusetzen. Wir sind, glaube ich, jetzt schon wieder sehr voll. Jawohl. Dann gucken wir, was hier jetzt drin ist. Gucken, was wir hier so haben. Ah, eine Speicherbox. Die benutze ich auch sofort. Wunderbar. Optimopti. Sind wir wieder gut dabei. So, jetzt wollen wir gucken, dass wir an dieser Stelle auch ohne weiteres dann hier noch was finden. Ja, da komme ich nicht hoch, glaube ich. Ich könnte das hier benutzen, aber es fällt runter. Macht ja nichts. Nein, so nicht. Ah, Mist, der Sprungknopf wurde nicht genommen. Ich glaube, das war gar nicht so verkehrt. Nein! Zu kurz. Nochmal. Mit dem High Jump sollte das ja... Aua. Kein Thema sein. Gut. Uah! Geil. Hat geklappt. Machen wir mal hier auf. Was ist hier drin? Was bekommen wir hier? Oh! Oh ja. Powerbomben. Das nächste Power-Upgrade. Man kann davon bis zu 50 tragen. Es gibt also wieder 10 Verstecke. Und man kann sie wirklich dafür benutzen, um im ganzen Raum mal was in die Luft gehen zu lassen, um zu gucken, ob ihr da eventuell was kaputt geht. Ich könnte es eigentlich hier jetzt präsentieren, aber ich meine, hier war nichts, was mir helfen könnte. So, und wir haben wieder einen Power-Up eingesackt. Wunderbar. Klappt doch wunderbar. Bis auf der Kampf gegen Crockmeyer jetzt gerade. Das war schon ziemlich mies. Gucken wir mal, was wir hier jetzt haben. Wir sind in einem anderen Areal. Oh, tiefer Fall. Moment. Ich möchte mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Ne, ich kann es wohl nicht mehr. Ne, ich versuche gerade hier den Walljump an einer Wand zu machen, aber ich kriege das wohl nicht hin, weil ich mich zusammenrolle. So eine Scheiße, Mann. Oh, warum rolle ich mich jetzt zusammen? Doch, es klappt. Cool. Aber warum immer ich jetzt die Bomben abgelegt habe, ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich mich nicht zusammenrollen. Spiel. Wieder. Ich roll mich zusammen, obwohl ich es nicht will. Na egal, man könnte hier ohne weiteres wieder hochkommen. Was ist denn hier? Mal schauen, was wir hier haben. Oh. Okay. Mal schnell hier durch. Was haben wir hier? Mit den Säuren, da muss man aufpassen. Weil das zieht uns immer noch immens Leben ab. Für einen Missile-Tank! Ja, egal, mache ich trotzdem. Ein weiterer Missile-Tank. Sehr, sehr geil. Haben wir wieder einen dazu. Jetzt haben wir schon 75 davon. Gut. Sehen wir wieder rüberhüppen. Autsch. Nicht in die Spikes, wohlgemerkt. Aber wir kriegen jetzt eh Leben abgezogen, weil wir ja mit den Füßen drin standen. Egal. Wunderbar. Wieder durch. Ah! Und da seht ihr schon, wie viel Schaden wir von dem Teil bekommen, wenn wir da durchlaufen. Das ist schon ziemlich krass alles. Hier geht es noch weiter runter. Oh, Haua. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier rauskomme. Das ist mir jetzt irgendwie komplett weg. Nach Crockmeyer weiß ich nämlich so gut wie nichts mehr. Oh doch. Hieran erinnere ich mich noch. Leute, hieran erinnere ich mich noch. Denn hier kann ich gleich zum ersten Mal Powerbomben benutzen, um hier Platz zu machen. Passt auf. Kapauz. Und ihr seht jetzt, wow, wie die zerspringt. Ich muss aber, glaube ich, hier drin stehen bleiben in dem Ort. Ja, dann seht ihr, wie das alles hier kaputt geht. Jetzt kann ich nämlich Anlauf nehmen. Ja! Und ein weiteres Feature benutzen. Jump! Oh, aua. Das tat weh. Das muss man ein bisschen anders timen, was ich jetzt gemacht habe. Das muss man ein bisschen anders timen. So. Fuck, das war falsch. Weil man kann damit noch ein bisschen... Ja! Pounce! Verdammt! Nein! Es hat nicht geklappt.
Muss ich nochmal versuchen jetzt. Weil da oben habt ihr gesehen, da ist was. Das möchte ich haben. Zack. Ja, genau so. Das müsste reichen. Jawohl. Ein Missile Tank für uns. Wunderbar. Den nehme ich immer mit. So. Auch wenn ich ein bisschen Schaden genommen habe, ist mir jetzt vollkommen peng. Und außerdem kann ich hier noch was machen. Schaut mal. Ich kann hier rein und mich wieder fallen lassen. Nette Geschichte, oder? So, und außerdem geht es hier in dem Raum noch weiter. Ich kann nochmal hier gucken. Ich glaube, die Dinger brechen ein, oder? Ne, die brechen nicht ein. Aber es tut weh, wenn ich da reinfalle in die Lava. Ne, die fallen runter. So war's. So. Und da seht ihr. Wie viel Schaden ich davon nehme. Das machen wir noch, aber nicht jetzt. Das machen wir irgendwann ein anderes Mal hier, dieses Areal. Weil das möchte ich definitiv noch nicht machen. Man sollte nur schon mal sehen, alles klar, hier ist was. Aber was das ist, das werde ich euch dann bei gegebener Gelegenheit zeigen. Wo ist das? Kacke! Mann! Ich brauche wieder Energie. Energie! Ich brauche Energie! Ich brauche Energie! So, wieder nach oben. Oh Mann, komme ich da jetzt überhaupt wieder nach oben? So wie ich jetzt ausgestattet bin? Oh, das wird jetzt ein Akt. Weil es gibt jetzt ein Problem. Diesbezüglich. Oder? Ach nee, ich kann doch hier durch. Ich kann hier ja durchgehen. Obwohl, nee, da war ja nur der Missile Tank. Scheiße. Scheiße. Das wird jetzt ein Witz. Das wird jetzt witzig. Das wird jetzt witzig, da wieder hochzukommen. Oder? Kann ich da noch irgendwo lang? Ja, eigentlich müsste ich da oben lang. Oh Mann. Das kann jetzt was geben. Das wird nix. Ich werde mich mal rechargen. Oh Mann. Das wird jetzt Rabe Lost in Space, so ungefähr. Oh. So. Jetzt komm mal her. Zack. Gebt mir ganz viel Energie. Ich brauche jetzt ganz viel Energie von euch. Dass ich das irgendwie packe. Weil mir ein nützliches Item hier fehlt. Das wird jetzt ein Akt. Hier rauszukommen. Das wird jetzt ein richtiger Akt. Ein Drahtseilakt sozusagen. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich es hinbekomme. Es ist eigentlich durch sogar machbar, das zu machen. Dafür muss ich nur gleich mir den Weg freiräumen und einen ganzen Leap of Faith quasi machen. Also so einen richtigen Sprung ins Ungewisse und hoffen, dass es reicht. Anders kann ich es nicht beschreiben. Das ist eigentlich das, was es am ehesten beschreibt. Ja! Hat gereicht. Geil. Wunderbar. Hat geklappt. Habe ich nochmal Glück gehabt. Ich dachte, das wird jetzt ewig dauern. Aber so geht's auch. Was kriegen wir hier? Oh, jawohl! Da ist er. Der Grappling Beam. Wunderbar. Haben wir den auch kassiert. So, jetzt haben wir schon das nächste sehr, sehr nützliche Power-Up, was wir benutzen können. Und jetzt brauchen wir nicht mehr an jeder Stelle unbedingt unseren tollen Walljump benutzen, denn wir können uns jetzt hangeln, wie ihr seht. Hüpf! Allerdings ist die Steuerung beim Hangeln ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das kann ich euch auch sagen. So, hier geht das Wasser mal hoch und runter. Und wir können jetzt nochmal zu dem Ort zurück, wo wir auf Crocmire getroffen sind. Wäre gar nicht so verkehrt, wenn wir da hingehen. Und wir können mit dem Grapple Beam auch Schaden machen. Allerdings nicht viel. Das sollte klar sein. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Hat vom Timing gepasst. Jawohl. Baumelfred, passt auf. Ja, jetzt habe ich vom Glück. Jetzt kann ich eigentlich vom Glück reden, dass das geklappt hat. So, und jetzt müssen wir hier wieder hangeln. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwie noch was im Wasser ist. Möchte ich auch gar nicht wissen. Ich sehe es ja sowieso. Hm, Recharger. Nette Kiste. Und ihr seht, wie langsam Samus unter Wasser ist. Oh Mann. Das ist wirklich eine mistige Lage jetzt. Missliche Lage. Normalerweise müsste Samus mal in der Lage sein, durch Wasser laufen zu können. Das wäre schön. Och Mann, das klappt einfach nicht. Das war auch eine Sache, die ich beim Stream kritisiert habe. Dieser Grapple Beam, er funktioniert einfach nicht. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, mit dem Ding zu arbeiten. Dann schaut mal. Ja, jetzt klappt es auf einmal. Komisch, dass es jetzt klappt. Und jetzt klappt es auch sofort. Findet den Fehler. Wisst ihr was? Ich gehe aber nochmal hier runter. Auf die Gefahr hin, dass ich hier sterbe. Ich gehe hier runter. Ich traue mich. Es hat geklappt. Sehr gut. Dann wollen wir mal wieder hoch.
haben wir nämlich das Areal auch komplett. So. Rapid Beam. Nein! Och jetzt, Mann, Samus. Stell dich doch nicht an hier unter Wasser. Mann, ey. Ich und mein Perfektionismus. Jedes Mal. Ich erwische mich jedes Mal dabei, wie ich Scheiße baue. Jetzt wollte ich eigentlich zeigen, wie man sich kurz hangelt. Weil das geht auch. Egal. Irgendwie muss man das jetzt machen. So. Wir müssen nämlich noch auf jeden Fall einmal dahin, wo Crockmire war. Da ist nämlich noch was, was ich unbedingt haben will. Ach Mensch, das ist doch jetzt nicht wahr. Die Steuerung von Grapple Beam ist wirklich so schwammig und misslich. Ich hoffe, den brauche ich nie wieder irgendwann. So. Und jetzt schießt sie noch nicht einmal. Och, ist das nervig. Das ist doch jetzt echt zum Würgen, sowas. Das nimmt einem echt die Laune. So eine schlechte Spielphysik nimmt einem echt die Laune. Ach, jetzt auf einmal geht's. Jetzt sollen wir einmal erklären, warum. Ist das immer so pixelabhängig? So, jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir auch ohne Probleme jetzt wieder nach oben kommen. So. Zack. Und jetzt sind wir wieder bei Crockmires Ort. Da will ich unbedingt nochmal hin. Denn jetzt mit dem Grapple Beam können wir uns was holen. So. Hüpf. 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 Möchte ich mal was ausprobieren? Ja, genau, das geht. Man kann so einen quasi Dash machen. Bitte komm da raus, Samus. Boah. Ah, jawohl. Das war knapp, weil wir haben einen E-Tank. Oi, oi, oi. So. Und somit sind wir jetzt wieder voll aufgeladen. Das war knapp, ich weiß. Oh je. Baumel. 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 So, jetzt sollten wir wieder drüben sein. Wunderbar. Wir haben den E-Tank jetzt noch geholt, der bei Crockmire lag. Jetzt könnten wir eigentlich noch... Moment, jetzt muss ich was überlegen. Tü-tü-tü. Gab es noch etwas, wo ich jetzt hinkommen könnte, was mir noch fehlt? Ja, gibt es. Wir hatten ja diesen einen Ort, wo wir den ja aufgecleant haben und dann nicht mehr zurückgehen konnten. Da werde ich jetzt hingehen und mir da den Missile-Tank holen, den wir ja schon lächeln gesehen haben. So, da gehen wir jetzt hin. Wäre am sinnvollsten, glaube ich. So, da gehen wir jetzt hier nämlich wieder nach oben. Dann sind wir eigentlich wieder ganz gut auch im Plan. Wie gesagt, das sind jetzt alles noch Sachen, die ich noch weiß. Es gibt aber noch einige Sachen, die ich komplett vergessen habe, wo ich erst wieder in die Gegend kommen muss. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt eine Stelle, die habe ich schon mal in einem Video gesehen. Da ging es irgendwie um die Top 10 der nützlichsten NPCs oder so. Hat mal jemand ein Video gemacht, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so hieß. Auf jeden Fall hat er da aus diesem Spiel was gezeigt und da weiß ich auch ganz genau, was ich mit dieser Figur zu machen habe, wenn ich die mal auftreffe. So, genau, jetzt sind wir an dem Ort. Perfekt. Wunderbar. Dafür haben wir ja den tollen Grapple Beam jetzt. Den ich ja so liebe. Habt ihr ja schon gerade gehört. Da waren wir schon im Stream in Dorm im Auge. Und wieder ist es das passiert, was nicht passieren soll. Er fällt wieder, sie fällt wieder einfach runter. Ich verstehe das nicht. Warum passiert das? Das kann doch nicht an der Steuerung liegen. Ist mal ganz im Ernst. Mann, ey, das ist so schwammig. So. Wieder ausprobieren. Ach, jetzt geht's. Unglaublich. Ein weiterer Missile-Tank. Sehr frustrierend. Sehr frustrierend, dieses Item. Muss ich einfach sagen. Also der Grapple Beam, was man auch immer sich dabei gedacht hat, ist sehr frustrierend. So, sind wir hier wieder durch. Und können jetzt wieder in Norfair einiges auskundschaften. Ich bin mir aber immer noch sicher, dass es hier irgendwo einen Map-Generator gibt, den ich einfach nicht gesehen habe. So, und oben, genau, da oben kamen wir, glaube ich, nicht durch, weil wir nicht schnell genug waren. Das machen wir jetzt mal ganz schnell nach. So. Ansonsten müsste ich wirklich mal gucken.
in meinen Stream, ob ich eventuell da den Map Generator gefunden habe, weil irgendwie kann das doch nicht sein, dass es den hier nicht gibt. Ah ja, hier könnte ich jetzt auch durch. Das mache ich aber noch nicht. Ich möchte erstmal hier lang. Denn hier konnte ich, glaube ich, durchrennen. Musste ich sogar. Stimmt, hier musste ich durchrennen. Ja! Gut, haben wir geschafft. Mal gucken, was wir hier haben. Und da habe ich auch gerade gesehen, dass es nach oben geht. Ich gehe auch erstmal nach oben. Glaube ich. Das ist besser für meine Gesundheit. Außerdem sehen wir da, da brauchen wir Powerbomben. Das machen wir doch mal glatt. Kapauz. Ja, schaut mal. Kann man alles kaputt machen. Dann könnte man hier wieder zurückgehen. Okay, ist hier noch weiter nach oben? Irgendwie nicht. Eigentlich wird es angezeigt, dass es da weiter nach oben geht. Ich gehe mal runter. Was haben wir denn hier? Oh. Oh. Hi. Wie geht's euch? Beruhigt euch. Ich habe Kekse dabei. Alles wird gut. Hauptsache die Haare liegen. Verdammt nochmal. So. Okay, dann kann ich auch wieder durch. Was haben wir hier? Oh! Ja, hier geht's weit runter. Scheiße, das bricht ja alles ein hier. Das ist ja gar nicht gut. Das bricht alles ein. Und wieder ist es passiert. Irgendwie bricht hier immer alles ein. Ich weiß nicht. Toll. Ich muss den Walljump hier an dieser Stelle übrigens auch hinbekommen, weil ich hier weiß, habe ich durch Zufall, durch Verzweiflung, glaube ich, als ich hier mal langgelaufen bin, hier mitbekommen, dass es hier ein Item gibt. Irgendwo. Mann. Es ist machbar. Sorry, dass ihr jetzt den Analogstick eventuell so knallen hört, weil ich vertraue einfach dem D-Pad nicht mehr. Jetzt, nachdem es jetzt ein paar Mal passiert ist, dass sie sich einrollt, so wie jetzt, vertraue ich ihm einfach nicht. Na? Mann, ey. Komm schon. Samus. Erstmal den Gegner töten. Vielleicht kann ich da was machen, wenn ich hier diese Plattform benutze. Oh, das ist... Nein, nicht da rein! Och, Mann! Da wollte ich noch nicht rein. Geh erstmal wieder da raus. Ich weiß nämlich, dass es hier was gibt. Das weiß ich schon, dummerweise. Deswegen möchte ich das jetzt haben. Diese blöden Viecher. Natürlich sind sie jetzt mitten in meiner Fluglinie. Ist irgendwie auf der Seite, glaube ich, war das. Bitte, sei tot, du Viech da oben, dass ich in Ruhe hier ausprobieren kann. Ich glaube, hier gibt es auch das erste Mal Fast Forward. So. Es sei denn, ich schaffe jetzt irgendwann in den nächsten 98 Anläufen. Samus! Samus! Sei nett. Der lebt ja noch! Ist nicht mehr. Hoffe ich. So. Hin und her. Oh, Mann! Das ist jetzt nicht wahr. Ach, jetzt auf einmal springt sie von der Stelle. Toll! Opti-mopti. Nervig. Nervig. Nervig, Samus. Nervig. Nervig. Ungenuss. Ja! Na also. Da ist der Missile-Tank. Na also, klappt doch. War nervig genug, das Ding. So, jetzt haben wir's. Wir haben jetzt schon 90 Missiles. Ja, das ist mehr als ordentlich. Aber noch 5 Super-Missiles und 5 Powerbomben. Und das... Stimmt mich gerade ein bisschen unruhig. Schnell hier durchrennen! So. Schaut mal, wo wir jetzt sind. Einmal die ganze Karte wieder aufgedeckt. Aber ich bin immer noch der Meinung, da fehlt ein Map Generator. Und ich weiß nicht, wo der sein soll. Beim besten Willen nicht. Irgendwie fehlt der. Den haben die bestimmt hier noch irgendwo ausgeschnitten. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber Leute, ich sehe, ich bin, glaube ich, schon so ziemlich am Ende des Videos. Deswegen mache ich an dieser Stelle einen Schnitt. Oder auch, es wird auch vielleicht ein kürzeres, kann auch sein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Super Metroid, wenn wir hier weiter in Norfair uns umschauen. Bis dahin sprach der Raven Knight nimmermehr und bleibt sauber.